Lukas. Ich schäme mich ja so, dass ich vorhin so dumm dahergeredet habe. Aber warum denn? Was war denn dumm daran? Dass ich gesagt habe, dass ich dich lieb habe. Aber Ingelein. Du war doch nicht dumm, das war doch nur die Wahrheit. Ja, aber sowas sagt man doch. Doch, nicht. Das kannst du immer sagen. Wenn du nicht flunkerst. Ich werde nie wieder flunkern. Na. Ich bin ja so froh, dass ich dich wieder habe. Hans. Und ich erst du. Los. Du wolltest doch mit ins Berghotel. Wir müssen doch zur Seilbahn. Der letzte Zug geht. Rea, Hans, du bleibst da. Na, fahrt nur ruhig voraus. Ich komm nach. Bestimmt. Oh, Hans, du fährst nicht nach. Glaubst du denn wirklich, dass ich dich jetzt allein lassen könnte? Hm. Na, siehst du. Aber jetzt wollen wir uns durch nichts mehr stören lassen, nicht? Ingelein. Du, Hans. Was ist denn? Ich habe Angst. Angst? Wieso? Weil wir jetzt so ganz allein sind. What a shame. Das arme Kind. Aber diesen Wüstling werde ich mir jetzt vornehmen. Ich schlaf schon. Dann gute Nacht. Das Badezimmer kenne ich. Wieso? Da hast du doch gestern Nacht eine Frau überrascht. Na. No. Aber Ingelein, warst du etwa Miss Aldershot? Und du hast mich gar nicht erkannt. Deine eigene Frau, schäm dich. Aber Liebling, woher sollte ich dich denn so kennen? Hm? Du. Und außerdem hast du mir ihren Rücken zu tun, ne? Was ist denn schon? Öffnen Sie! Na, wer ist denn da? Im Namen des Gesetzes, öffnen Sie! Was wollen Sie denn? Das fragen Sie doch, Sie schamloser Geselle! Vorhin war schon eine Dame hier und jetzt noch eine! Zwei in einer Nacht! Donnerwetter! Sie haben wohl geträumt, was? Oh, wir haben alles gesehen und gehört! Das Herz bricht einem! Wenn man das mit ansehen muss. In Ehe, du bleibst! Mit Gewalt werden Sie hier nicht erreichen. Wollt ihr die andere? Jetzt habe ich's aber satt. Jetzt gehe ich ins Berghotel.